Hi meine Lieben, ja heute gibt es mal wieder ein anderes Video von mir. Ich dachte mir, ich drehe mal wieder einen Vlog oder Vlog, je nachdem wie man es halt nennt. Und ich habe mir schon meinen Lieblings, ja nicht Kaffee, also Chai Latte mit Vanilleduft und Geschmack gemacht. In meiner neuen Lieblingstasse vom Starbucks. Die haben jetzt wahnsinnig süße Tassen und vor allem diese hier mit, oh jetzt muss ich acht geben, mit dieser Zuckerstange hier außen, wo so geschwungen ist, wie so ein S, so ein bisschen. Und hier an der Tasse sind überall wie so, ich weiß nicht, so ein Mix aus Blume und so angehaucht schneeflockenmäßig. Finde ich sehr, sehr süß. Und ja, das habe ich mir jetzt so bereitgestellt zum Trinken nebenbei. Und wärmt mich gerade ein bisschen, weil es irgendwie total extrem draußen regnet. Und ich mag das irgendwie schon, wenn es regnet. Aber es geht mir dann auch schnell auf den Keks irgendwie, weil das immer so schlechte Laune macht, finde ich, so ein bisschen. Ja, und wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich mir Locken gemacht, also Locken. Ich habe es ein bisschen probiert. Ich habe diesen Babyliss, ich komme da immer total durcheinander. Ja, dieses Gerät, was sie eben einsaugt, die Haare, und dann so Löckchen macht, nochmal probiert. Und irgendwie halten die aber jetzt gerade nicht so toll. Also ich habe die vor 2 Stunden oder so gemacht. Ich glaube, das liegt daran, weil ich jetzt so glättende Sachen drin hatte, noch im Haar. Und ja, und ich habe das auch nur auf die kleinste Stufe gestellt von der Hitze und das, was am schnellsten geht, diese 8 Sekunden. Deswegen hat sich das jetzt schon wieder ein bisschen ausgehangen und hängt irgendwie so kreuz und quer. Ja, ich wollte mit euch reden über eine eventuelle neue Roomtour. Ich habe ja schon mal eine gemacht, aber das ist jetzt auch fast wieder ein Jahr her und in der Zeit hat sich ja sehr viel getan. Also mein halber Hintergrund ist irgendwie neu geworden und ich kriege immer wieder Fragen, von wo ist das hier und die Lampe und keine Ahnung, alles Mögliche und den Schrank und oder Kommode und was auch immer. Und ich muss das immer wieder reinschreiben und dachte ich mir, nee, komm, jetzt machst du halt wieder ein Roomtour-Video. Aber auch nur, wenn es halt euch wirklich interessiert. Und ja, könnt ihr mir reinschreiben, ob ihr ein Update haben wollt. Vielleicht werde ich das auch nur reduzieren aufs Wohnzimmer oder so, dass noch nicht nochmal alles gezeigt werden muss. Weil in der Küche hat sich zum Beispiel nicht so viel verändert. Ich kann euch das alte auch nochmal unten in die Infobox verlinken. Und im Bad habe ich ein kleines Schränkchen, wo vorher meine ganzen Tüten waren, weil ich habe sehr viel in verschiedenen Tüten aufbewahrt, die halt so ein bisschen schicker waren von der Tüte her und ja, das war mir dann doch irgendwann auch zu chaotisch. Aber ansonsten hat sich am meisten so das Wohnzimmer verändert, auch mit dem Tisch hier, dieser hier und ja, da habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich da nochmal ein Update. Dann war ich ja gestern in Stuttgart nach langem mal wieder. Und ist was sehr Witziges dort passiert. Ich war auf dem Weg zum Mango, weil ich da so ein paar Jacken gesehen hatte und die eigentlich immer recht schöne Jacken haben. Da wollte ich halt mal schauen. Und ja, ich habe dann zwar eine gefunden, aber die musste ich dann trotzdem nochmal bestellen, weil die dann in meiner Größe nicht mehr da war, weil da noch was kaputt war bei denen. Und ja, okay, bestelle ich einfach. Dann war ich beim Zara. Und vor dem Eingang vom Zara waren Leute, die haben Flyer vergeben. Und da drauf stand, für H&M, Zara und Esprit gibt es nur heute, nur in Stuttgart, 50% auf alles, auf allen Etagen von den Geschäften. Und das wäre eben nur dort in Stuttgart und nur für diesen einen Tag. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Weil 50% bei Zara und so ist schon heftig, ne? Also das kann man sich dann echt schon mal überlegen. Und hab's dann auch gleich getwittert. Ich so, wow, in Stuttgart, ne, 50% und so. Falls wir Leute irgendwie in der Umgebung wohnen oder so, dann abmarsch dahin. Und es war auch noch Samstag. Und Moment, ich hol mal diesen Flyer schnell. So, hier ist dieser Flyer. Und da stand eben drauf, diese 50% für H&M, Zara und Esprit. Und wenn man den eben vorlegt, dann kriegt man diese 50%, aber nur mit dem. Und ich war so voll, wow, ja, wie cool ist das denn? Und bin dann durch den ganzen Laden so und habe mich dann auch zurückhalten müssen. Nicht, dass ich irgendwas kaufe, nur weil es eben 50% günstiger ist. Ja, bis dann rauskam, dass das hier eine komplette Fälschung ist. Bis ein Mitarbeiter dann erzählt hat, das haben irgendwelche Demonstranten gemacht, um Zara zu ärgern im Endeffekt. Weil hier auch so ein paar Sachen irgendwie so fies klingen, nach dem Motto, ja, die Personalreduzierung, deswegen gäbe es die 50% und
war auf jeden Fall dann ein Riesenfake und ich war voll enttäuscht. Und ja, das war dann auch echt eine miese Aktion. Also ich habe das voll geglaubt mit dem Ding und habe es dann auch gleich getwittert wieder, dass es nur so eine Fake-Aktion ist und so. Ja, aber es tat mir dann wirklich leid für die Leute, die sich dann echt auf den Weg gemacht haben und sich auch gefreut haben oder so. Und ich war auch enttäuscht, ja, muss man echt sagen. Ich habe dann trotzdem noch einen schönen Mantel entdeckt, der dann aber schon reingehauen hat vom Preis her. Also Zara kann schon echt sehr teuer sein, leider. Den zeige ich euch dann aber demnächst mal in einem Haul. Dann hatte ich ja noch einen Mantel zuvor von Asos bestellt, weil ich den auch voll schön fand. Das war so ein schwarzer Parker. Aber als der angekommen ist, der hatte noch so ein Innenfutter, so Lammfellimitat oder sowas. Und das hat ganz komisch ausgesehen, weil das untenrum ab der Taille ganz komisch abgestanden hat. Obwohl das jetzt nicht so dick war, aber irgendwie hat die Form dann nicht mehr gepasst. Und dann sah das aus wie so eine extreme Birnenform, aber so richtig extrem, also nicht mehr schön. Und deswegen war ich ja dann auch noch beim Zara und beim Mango, um was Gescheites zu finden. Dann brauche ich noch euren Rat in Sachen Handys, weil mein Vertrag von meinem Samsung Galaxy S2 jetzt ausläuft. Und ich habe noch bis Ende November Zeit, mir das zu überlegen, wo ich jetzt, bei welchem Anbieter ich bin und ob ich ein neues Handy dann möchte und wie der Vertrag dann ist und so. Und ich habe momentan einen Samsung Galaxy S2 und ich weiß nicht, ob ich wechseln soll zu iPhone. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, schon länger, ob ich ein iPhone 5S möchte oder lieber das Samsung Galaxy S4. Ja, kostenmäßig sind sie relativ gleich vom Vertrag her. Aber die technischen Sachen, da überwiegt meistens das Samsung Galaxy und auf der anderen Seite dann doch wieder das iPhone und ja, hat eben Vor- und Nachteile jedes. Und ich habe halt viele im Bekannten- und Freundeskreis, die dann entweder das Samsung haben, das neue, oder das iPhone. Und ich kann mich einfach nicht entscheiden und ja, deswegen wollte ich mal eure Meinung dazu hören. Vielleicht habt ihr eins der beiden und könnt mir auch sagen, was für große Schwächen die jeweils haben, weil jeder erzählt immer nur, was sie alles so toll können. Aber mich würde auch mal die Schwächen interessieren. Weil von denen spricht kaum einer irgendwie. Ja, deswegen, da bin ich jetzt noch am Überlegen. Dann hätte ich auch noch was. Ich suche derzeit eine neue Serie, weil ich ja jetzt doch ein klitzekleiner Pretty Little Liars Fan geworden bin. Nach dem 4.5. Anlauf. Und ich ja so Mädelsserien total mag. Also mit The Walking Dead oder so muss man mir nicht kommen. Ich mag das gar nicht. Ich kann keine Gruselsachen sehen. Da bin ich total empfindlich. Und ich habe halt mal so ein Bild vor kurzem auf Instagram gepostet, wo ich eben so mein Regal ein bisschen gezeigt habe mit den Serien, die Staffeln, die ich eben daheim habe. Das ist so OC California, Gilmore Girls, was hatte ich denn da noch? 90-210, also diese Neuauflage, ja, Gossip Girl noch und sowas eben, ne? Und da habe ich euch gefragt, was ihr mir denn so empfehlen würdet. Und das frage ich eben hier auch nochmal, es haben total viele drunter geschrieben, das freut mich richtig. Und jetzt bin ich so am Auswerten, was so bei mir zutreffen könnte. Und ganz viele waren für Revenge, oder wie das heißt. Ich muss das auch nochmal googeln und so. Ja. Also eure Meinung ist da auch gefragt, wenn ihr Empfehlungen habt, so in die Richtung so Mädelsserien, wo es jetzt nicht so extrem horrormäßig zugeht, weil sonst kann ich nicht schlafen. Ja, was jetzt mir noch so am Herzen liegt, ist mein Kanal mit dem Kanalbanner. Irgendwie haben voll viele richtig coole Banner, aber meiner sieht so hingeklatscht aus, also nicht so richtig gut. Und wenn ihr da jemanden kennt oder das selber gerne macht, dann könnt ihr mir das ja schreiben. Würde mich sehr freuen, wenn ich da mal einen schönen Banner hätte. Vielleicht auch so ein bisschen im Stil, dass es wie gezeichnet aussieht oder ich weiß nicht. Oder irgendwie so ein bisschen verändert. Denn wenn ihr da mal draufklickt, das ist einfach nur ein Foto von irgendeinem Thumbnail von einem von diesen Videos, die ich eben gedreht habe und leicht verändert. Aber das war es dann auch. Ja, ist nicht so der Brüller, deswegen habe ich mir gedacht, frage ich euch mal. Ihr kennt da bestimmt jemanden oder könnt das selber voll gut und ja, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das mal ausprobieren würdet und ich vielleicht was Schönes darunter finde. Und dann hätte ich noch ein Thema,
Wegen diesen Netzwerken, die es ja in letzter Zeit immer mehr und häufiger gibt. Und mittlerweile ist auch bei mir die Anfrage gekommen, ob ich, ich möchte es jetzt nicht nennen, welches, aber ich habe auch eine Anfrage gekriegt für ein Netzwerk, das relativ bekannt ist und viele drin sind. Und ich mir aber überhaupt nicht sicher bin, ob ich das möchte, dass ich da Mitglied bin und so, keine Ahnung. Weil ich hatte so das Gefühl, dass das am Anfang ganz, ganz schlecht angekommen ist. Ich habe da irgendwie gar keine Meinung so richtig dazu. Ich weiß es nicht genau. Und ich habe mich auch mal mit ein paar YouTubern unterhalten, die eben nicht in diesem Netzwerk sind oder generell in keinem. Und wir hatten da eigentlich so eine ähnliche Meinung, dass dieser Kanal eben einfach auch nur davon lebt, dass YouTuber den hochziehen. Ist ja klar, sind ja auch denen ihre Videos. Aber dass die damit eben Geld verdienen. Deswegen wollte ich mal eure Meinung hören, wie ihr so dazu steht mit diesem Netzwerkzeug. Und ja, würde mich einfach sehr interessieren, was ihr so darüber denkt. Ja, das war's dann mit meinem Vlog für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!